Bitte 10% schneller dreschen. Ja. Du hast recht. Gibt's das da? Du hast völlig recht. So. Huch. Und sorry, von wegen 5 Jahre Stream, fast 6 Jahre, bitteschön. Ach du Scheiße. Fast 6 Jahre schon im Stream. Und immer Action. In jeder Stream steht hier einfach für Action. Ja, für Adrenalin am Limit. Viele Leute halten es einfach gar nicht mehr aus hier. Hast du schon das Video Doom auf dem Schwangerschaftstest gesehen? Wurde leider timeoutet wegen dem Begriff, aber ja, kenne ich schon. Ging bei mir direkt an Tag 1 durch die Timeline auf Twitter. Und ich liebe sowas leider. Also zur Info, ne, für Leute, jemand hat Doom auf einem Schwangerschaftstest auf so einem Display, auf so einem kleinen Display zum Laufen gekriegt. Wir leben in Zeiten, das man kann sich nicht ausdenken. Was hast du heute so gemacht? Ja, gedroschen? Ich habe heute viel gedroschen. Wahre Geschichte mit dem Schwangerschaftsstreifen. Streifen, ist wirklich wahr. Da gibt es so ein ganz kleines LED-Dingensen, so, ne, wo dann immer so steht. Und da haben sie das zum Laufen gebracht. Zuerst das Video, weil das Spiel noch nicht wollte. Und dann, glaube ich, auch das Spiel. Ich bin mir fast sicher. Das schon, ach, ich mag sowas. Das war kein Meme, das war wahr. Also das hat wirklich jemand gemacht. Gibt ein Video dazu. Ding, ding, ding. Okay, verlassen. So, warte, warte. Schneidertisch, wollen wir nichts machen. Kann ich was weben? Nö. Kann ich hier vielleicht noch was reinhauen? Flachshalm. Okay, wir haben Leinfaden, mit dem können wir nichts machen. Leinsamen und Flachshalm. Den Flachshalm haue ich auch mal hier rein, ne? Und Leinsamen müsste eigentlich... Müsste eigentlich da drüben rein. Wie wir jetzt immer nachts arbeiten, ne? Keine Fackel im Slot, okay. Leinsamen packe ich wieder hier rein. Cool. Ich muss mal kurz. Ich gehe mal schnell schlafen, ich muss was probieren. Ich muss keine aufheben zum Aussehen. Wir hatten von Anfang an keinen einzigen. Ich schlaf mal kurz, warte. In dem Testkit war leider fast nichts im Original drin, haben komplett die Elektronik ausgetauscht. Ja? Das Display war neu, das sah aber aus wie vom Schwangerschaftstest selbst, okay. Oh, sag mal. Ist jetzt... Nee, Sommer war schon vorher, ne? Ach, das Feld ist eh fertig. Okay, dann ist gut. Ich gehe mal kurz verkaufen, ich will mal gucken, wie es funktioniert. Alter, Leinsamen, ne? Kann es sein, dass Leinsamen unser Ticket ins Glück werden? Samen behalten zum Säen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir hatten von Anfang an keinen einzigen Samen zum Säen. Das macht alles der NPC. Der hat die alle aus eigener Produktion geholt. Ich werde alle meine Samen in die Stadt bringen. Ich möchte nichts davon behalten. Die machen nur Probleme. So. Vielleicht wird das ja morgen gepatcht. Ja, wahrscheinlich. So, ist es nicht NPC-Ausbeutung dann? Ich glaube, die können sich das gar nicht leisten, oder? Also, wenn ich die Samen da verkaufe, ich glaube, die haben gar nicht genug Kohle. Ich muss da öfter hin. So. Adelina!
Kauf meinen Samen, Adelina. So. Hier, Qualitätssamen. Sie hat 1000. Kauf 250. Jetzt hat sie 0. Tschüss. Und wir mussten keine Beeren dafür pflücken. Leinsames Getreide zum Brotbacken. Cool. Ich glaube nicht, dass Brot so viel Kohle gibt. So. Da, 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 da. Moin, so wie mir. Zeig mir mal deine Ware. Hä? Zeig mir her. Hier, Leinsamen. Komm. Gönn dir. 1600. Nice. Tschüss. Man muss sich aber freundlich verabschieden. Suppe aus Kohl und Fleisch gibt 14. Ja, aber Kohl und Fleisch haben, also theoretisch haben wir einen ewigen Nachschub, nicht Nachwuchs. Die Suppe aus Fleisch und Kohl behalte ich erstmal für unser Dorf aktuell. Also generell die ganzen Suppen. So, ich glaube, da stand gerade beim Preis für Leinsamen nur 4 statt 10. Weil wir das verkaufen, ne? Da geben die uns weniger Geld dafür. Aber ist egal. Ist egal. Das bringt mehr als die Beeren. Und vor allen Dingen die Beeren. Wir können ja sogar, wenn wir noch jemanden bei uns ins Dorf holen. Okay, warte mal. Zweites Feld. Noch eine Person. Wir haben ein Haus frei. Wir holen noch eine Person ran. Machen ein zweites Feld, genauso groß. Und die Steuern steigen zwar geringfügig, aber wir machen das doppelt an Umsatz mit Leinsamen. You know? Ja, wir müssen gucken, dass die Person gut in Landwirtschaft ist. Das ist richtig. Und ein Feld wollten wir eh machen, weil wir selber ja basteln wollten mit dem Feld. Düngen die NPCs selber, die machen alles selber. Hier das Feld, ich habe keinen Handschlag gemacht. Kohl angepflanzt, alles. Ich war das nicht. So viele Käufer hast du nicht in dem Dorf. Wir haben ja Dörfer umliegen. Guck mal, wir haben hier ein Dorf, da ein Dorf. Und wir haben hier noch zwei Dörfer. Also wir können gut. Zäune. Lass mal gucken. Fallen. Oh, cool. Gebäude, Landwirtschaft, Feld. Acht mal sieben. Ne, 8x6 war das obere, glaube ich, ne? Ich glaube, das war 8x6. Zweites Feld. Okay, hölzerne Hacke. Ich rode, einfach nur, damit wir selber auch ein bisschen wieder Landwirtschaft betreiben. Also theoretisch kann ich damit, wenn ich mir jetzt noch Dünger kaufe für 2 Gold... Könnte ich damit meine Landwirtschaft natürlich nach oben pushen ohne Ende. So. Nur zur Info, es läuft gerade Bud Spencer Film auf Kabel 1. Ich glaube... Ja! Ich glaube, bei Kabel 1 ist es sogar spannender, wenn mal kein Bud Spencer Film läuft. Also ich freue mich immer darüber, aber... Die kommen da schon ab und zu mal. Da ist er wieder. So. Warmerschein, Dankeschön, Warmerschein. Wie viel Dank? Oh, Dankeschön. Merci beaucoup. Bin mittlerweile 70 Stunden im Spiel und weiß langsam nicht mal, was ich noch machen soll. Wird mir wahrscheinlich auch bald so gehen, aber naja. Warum hast du in die Kingdom Come Deliverance gespielt? Weil es aber zu viele Open World Games gibt und weil die Spiele alle so lange dauern. Aber ich werde es auf jeden Fall, ich bin mir fast sicher, ich werde das noch spielen. Aber erstmal Skyrim durch, ne? Hast du keine Sklaven für die Arbeit? Ich habe geschätzte Mitarbeiter.
Oh, hier ist doch noch was. So. Okay. Ja, warte, da ist doch... Hä? Was ist denn hier los? Sehr schlampige Art. Ungeflügtes Fett. Hallo? Aber... Ach so, das ist außerhalb vom Feld. Das sah gerade nur hier nur so aus, als würde es da noch weitergehen, ne? Das gehört nicht mehr dazu. Okay. Lass mal kurz gucken. Fähigkeiten. Wir wollten den Fischen, ne? Landwirtschaftliches Wissen, Geduld. Pflanzenaufbau, Schafe zählen, 10% schnellere Schlafschnur. Schnur. Vegetarier interessiert mich im Spiel halt überhaupt nicht. Reduziert die Anzahl der zur Aussaat von Gemüse benötigten Samen um 20%. Warum das Vegetarier heißt, ist mir ein Rätsel. Hat damit nichts zu tun. King Horsty, Dankeschön, King Horsty. Ach so, und noch eine Frage. Wenn ich Felder anlege und die behake und dann wieder abbaue und wieder anlege und behake und wieder abbaue und wieder anlege und behake, kann es sein, dass ich dadurch meine Landwirtschaft einmal nach oben schießen lasse? Ja, dann... mache ich erstmal landwirtschaftliches Wissen, wa? So mache ich erstmal Landwirtschaft, oder? Warte mal, Nee, wir müssen erstmal hier, ne? Talentpunkte zum Ausgeben, was kriegen wir hier? Milchstraße... will ich das überhaupt freischalten? Ich weiß es gar nicht. Vegetarier, ja, na gut. Vielleicht bringt das für ein späteres Update was. Ich schalte hier oben die Bäume mal frei. Eigentlich sollte ich aber hier landwirtschaftliches Wissen machen, aber egal. Das laugt doch den Boden aus. Ach, der Boden. Der verträgt das schon. So, okay. Management. Wir haben noch niemanden, der das Feld macht, ne? Warte mal, das Feld ist ja... Warte mal, Gustava. Macht die beide Felder? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Feld 2, 8x6, da ist Kohl. Macht die beide Felder automatisch? Wenn ich jetzt noch mehr Kohl machen will... Ja, macht sie. Okay. Ja, dann, mal gucken, ob sie noch schafft. Ich glaube nicht. So. Ja, probieren wir mal. Sie schafft das Feld nicht mehr. Ich glaube auch. Glaube ich auch, dass sie nicht mehr schafft. Ich würde gerne helfen, aber ich habe keinen Dünken. Ich könnte schnell Dünger kaufen. Man bekommt auch Experience, wenn die Arbeiter arbeiten. Ja. Aber nicht so viel, als wenn man es selber macht. Dachte, du wolltest Flachs machen. Kann ich gerade nicht. Das geht nur nach richtigen Jahreszeit. Im Frühling, glaube ich. Von Frühling auf Sommer kannst du Flachs anbauen. Das heißt, nächsten Frühling. Katsching. Dann brauchen wir aber noch einen weiteren Feldarbeiter. Drin. Ich glaube, sie steckt eh gerade wieder fest. Ich glaube, die macht nichts am Feld. Die steckt wieder fest. Okay. Gibt auch ein Video, wo einer im Windows Task Manager Doom spielt mit 896 Kernen. Habe ich gesehen, Alter. Das ist wirklich beeindruckend. Das sieht so krank aus. So. Hör mal, wer sind Sie denn? 30. Lohnt es sich, Leute mit 30 noch in die Stadt zu holen? Lohnt sich das? So, King Horsty. Bestimmt, wenn ich den ersten Teil mal irgendwann zu Ende spiele. Müsste ich mal machen. Hm.
Ich weiß, Mittelalter 30 und so. Aber ich glaube, die werden hier im Spiel irgendwie 50. Bis 50 oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Huch. Hab schon welche mit 60 gesehen. Also vielleicht lohnt sich's ja. Wie holst du Leute in die Stadt? Du musst sie überreden. Du musst nett zu denen sein und dann sagst du, hey, guck mal, ich hab eine Stadt. Und dann, oh, hab ich mir immer gewünscht. Dann kommen die. Ab 70 Punkten kommen die, glaube ich, mit. Ich guck mal kurz in dem anderen Dorf da hinten. Vielleicht haben wir da was Jüngeres. Hört sich jetzt komisch an, aber ich meine, ich will ja nicht, dass sie uns wegsterben. Das meine ich ja. So. Der eine war 57 Jahre alt. Die werden auch älter, aber ich fände es natürlich gut, wenn die länger haltbar sind. Das ist ganz schwieriges Terrain, auf dem wir uns hier bewegen, wollte ich sagen. Ganz schwierig. Stirbt dein Charakter auch im Alter? Ja. Entschuldigung. Deswegen müssen wir auch dringend bald, Bang, bang, bangity bang. Bang, bang, bangity bang. Müssen wir bald mal irgendwie. Mit unserer, hoffentlich mit Alice. 21. Ja, hallo. Hast du einen Moment Zeit? Ich speichere vorher. Warte kurz. Ulrike. Das ist Ulrike. Hast du einen Moment Zeit? Was für ein Tag. Ich habe fast ununterbrochen gearbeitet. Aber ich weiß, dass ich meine harte Arbeit auszahlen wird. Du weißt ja, was man sagt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Minus 5, ciao. Was soll das? Schau dir ihre Werte an mit alt. Oh, das können wir machen. Oh, gute Idee. Das mache ich gleich mal. Wow, Ulrike. Wo ist denn... Hier, andere... Nee, Männer kann ich nicht. Männer geht leider nicht, weil ich will keinen Nachwuchs im Dorf haben. Nee, Inga kann man nicht anwerben. Die ist vergeben. Ja, wenn unser Charakter stirbt und wir haben Nachwuchs, dann spielen wir als Nachwuchs weiter. Wenn wir sterben und wir haben nix, dann kommt auch nix. Das ist ärgerlich. Das heißt ein Harem? Nein, ich habe ja nichts mit den ganzen Frauen. Ich will es mir nur aktuell noch nicht leisten, dass da irgendwelche Blagen durchs Dorf laufen. Ich arbeite aber nichts, aber ich erwarte alle sozialen Leistungen in diesem Dorf. Nee. So läuft das nicht. So, warte. Wir können hier auch niemanden mitnehmen. Hier gibt es niemanden mehr zu mitnehmen. Shit. Warum kein Nachwuchs im Dorf? Weil die uns Wohnplätze belegen. Was nicht so schlimm wäre, weil wir haben die Häuser eigentlich frei. Aber auch Dünger kannst du mitnehmen. Ja, Dung und Dünger, ist gut. Und weil die nur Essen und Trinken und Feuerholz kosten. Also, da müssen wir einfach noch ein bisschen
Ein bisschen vorsichtig sein. Unigo, hast du Dünger? Nee, ne? Du warst das nicht. Leinenfladen. Adeline hat auch keinen Dünger. Zeig mir deine Ware. Die hat auch keinen Dünger. Sobimir, der hat bestimmt Dünger. Sobimir. Sanuston. Wo ist denn der Sobi? Sobi! Da ist der Sobi. Sobinator. Der hat so einen YouTube-Channel. So, warte. Hey, Sobi! Nator. Zeig mal deine Ware. Hast du Dünger? Der hat Dünger. Natürlich hat Sobinator Dünger. Komm, wir kaufen 100 Dünger. 50 Kilo. Ja, ich kaufe die mal nicht. Okay, ich kaufe mal 40 Dünger. Günstig jetzt. Sehr günstig. Das Essen kommt automatisch? Also ich weiß nicht, wo du wohnst. Bei mir kommt das Essen nicht automatisch. Das muss jemand erstmal organisieren. Wir wohnen hier noch nicht im Speck, ja? Also, das geht noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen vorsichtig sein mit den Mitarbeitern, mit den Einwohnern, meine ich. So wie mir. Oh ja, das hätte ich ausrechnen sollen. 8 mal 6, 42. Da fehlen mir genau 2 Dünger. Aber ist egal, ich glaube, das wird ja eh gedüngt, gerade von einer gewissen Dame. Und wir haben noch 7 Dünger zu Hause, aber vor allen Dingen... Oh, hallo. Hallo Lehmgrube, altes Haus. Die Schaufel habe ich gerade nicht dabei, cool. 48, Entschuldigung, habt mal nur Chat gelesen. Ich vertraue euch natürlich mit euren mathematischen Kenntnissen, das ist ja klar. Ich habe gerade nur aus dem Chat vorgelesen, Entschuldigung. Da prüfe ich doch nicht selber nach. Ich verlasse mich auf alles, was im Internet steht. Hab gehört, damit kommt man sehr weit. So. Okay. Na, ihr gekauften Viewer, duck und wieder weg. Das ist richtig. Alle Viewer kriegen hier Geld dafür, dass sie zuschauen. Die wissen es nur nicht und deswegen komme ich immer so günstig davon. Ist gut. So, sie fängt jetzt erst an zu düngen, weil ich wieder zurückgekommen bin, ne? Sie hat noch nichts gemacht. Nichts hast du gemacht. Okay, gut. Pass auf. Täschchen. Und Dünger. Ich helfe mal mit. So. So, Leute, ich kann leider gerade nicht. Ich weiß, ich sehe gerade, da kommt jetzt die Zahlungsaufforderung. Aber wenn ich die nicht sehe, dann finden die auch nicht statt. Was ich nicht weiß, macht mich nicht aus. Und ich muss leider gerade düngen. Ich muss leider, tut mir leid. So. Nee. So. Einige kriegen sogar minus 20 Euro Monatslohn. Du kannst mal mein Konto düngen. Im Grunde genommen heißt es ja draufscheißen, ne? Vielleicht hilft das ja. So, warte. Da. Wenn wir ihr helfen, kann sie vielleicht doch gleich, ne? Vielleicht schafft sie das Feld doch noch. Mal gucken. So. Was war das denn? So. Ich hoffe, das haut hin. Was ist mit der Musik eigentlich gerade? So, warte. Ach, ich muss kurz wieder die Maus anlocken und dann mache ich mal ganz kurz die nächste hier. Nee, keine Kampfmusik, bitte. Warte. Ist schön. Warte. Ach komm, ich mach hier. So. Weiter geht's. Guck mal. Da sind wir schon. Guck's dir einfach an. Nee.
Okay, let's go. Das darfst du machen. Und ich hake dann auch von da. So, mal gucken, wie lange die Hacke noch hält. Vielleicht schafft man das Feld noch. Gemeinsam statt einsam. Ja, Schweinestall freigeschaltet. Das wollten wir ja eigentlich nur, ne? Du bist schmutzig. Ja, so kennt man mich. Deswegen gucken Leute hier zu. Harke die Sache ab. Oh Gott. So. Wir schaffen das zusammen. Nein, 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 ich brauche eine Harke. Ein Rundholz und 10 Stöcke. Ein Rundholz haben wir dabei, aus irgendeinem Grund. Und 10 Stöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, oh nein, die Maus wieder raus. 9, 10 kleine Flattermäuse. Okay, schnell. Wir haben es gleich. So. Nein, hier. So. Oh, Schweineställe können wir bald machen. Da bin ich wahnsinnig gespannt drauf, ehrlich gesagt. Harke Kerkerling wäre stolz. Oh Gott, ist das doof. Ah, okay. So, und jetzt Management. Feld 2, Details anzeigen und wir machen wieder Kohl komplett drauf. Akzeptieren. Prima. Und dann kann sie nämlich Kohl anpflanzen ohne Ende. Und dann, heilige Scheiße, werden wir viel Kohl haben. Ich hoffe, sie schafft das Feld heute noch. Wenn nicht, haben wir auch Kohlsamen. Mädchen, was ist denn... Mopsgeschwindigkeit. Okay. Schweinestall. Einen Schweinestall würde ich gerne... Ich weiß noch nicht genau, da ist der Hühnerstall. Wir haben noch keine Hühner. Vielleicht an den Weg, hier so am Rand, an die Felder? Lass mal gucken. Lass mal gucken. Ressourcenspeicher. Hier, überleben. Nee, ne? Jagdhütte, okay. Häuser. Wo ist denn der Schwein? Schweinestall. Hühnerstall haben wir. Scheune haben wir. Schweinestall, 8 Rundholz. Let's go. 8 Rundholz, liebe Freunde. 8 Rundholz. 8 Grundholz. Okay, let's go. Ich hab Durst. Oh ja, wir sollten... Da liegt ja noch ein Ast rum. Okay, ich trinke mal schnell was. So. So, let's go. Da. Gibst du Schweinchen auch Namen? Ich hoffe, das geht. So. 1, 2, 3, 4. So. So. Bleib lieber in der Nähe von ihr, damit sie weiter wirkt. Sie wirkt auch so weiter mit dem neuen Patch. Den haben wir schon drin. Der heute rauskam. Damit arbeiten wir auch so weiter. Okay. Hier ist der kleine Weg. Würde ich Schweinestall hier sonst Eck machen, glaube ich, wenn das passt, ne? Gebäude. Landwirtschaft. Schweinestall. Machen wir hier so ein bisschen ran. Ich hoffe, das geht. Bauen. So, Rundholzstöcke, easy peasy.
Ganz viele Stöcke, ganz viele Rundhölzer.